das zwei? Das sind zwei, ne? Andererseits, ja. Es könnten auch vier sein. Das habe ich sofort gesehen. Das habe ich sofort gekannt. Cool, ich sterbe mal wieder durch irgendwas. Ach, und der ist auch tot. Tschüss. Cool, Dix ist auch tot. Geil. Ja, in dem scheiß Sturm komme ich doch nicht raus, Alter! Solltet ihr nicht längst verheiratet sein, Funkensprüher, um eine Horde blindwütiger Zauberbäger in die Welt zu setzen? Wenn es nach meinen Eltern ginge... Die hatten schon eine Kandidatin im Auge, was? Livia Herodanus, aufgewecktes Mädchen, besten Teil ihr spitze Zunge. Ist erleichtert, dass ich weg bin, nehme ich an. Klingt, als hättet ihr ein glückliches Paar werden können. Oh ja, es wäre gewiss köstlich gewesen, auf jedem Bankett bissige Bemerkungen auszutauschen. Kann ich ganz kurz, damit ich ein Ja bauen kann? Danke. Gut, aus einer Wyvern wird einfach vier magische Fertigkeiten, magische Kunst. Wir sind hier in Thedas, hier ist alles magisch. Es gibt magische Kreaturen. Wollte ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal irgendwo dahin. Gehen wir mal wieder zurück. Na,
Nein, das ist zu... Nee, nicht schon wieder. Komm, kein Bock. Auf so eine vierteilige Wyvern habe ich keinen Bock drauf. Ist auch schon wieder mehrere. Okay, wie viele seid ihr denn? Das ist diesmal wirklich mal nur eine. Wow, Bug im Spiel. Nee. Upsala. Da liegt wieder eine Leiche, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ist wieder so ein Typ mit schwarzen Klamotten. Was? Was? Ich bin gerade so ein übelster so Michael Jackson Move, ey. Ja, kann man hier. Ah, das ist wieder Gurne. Weil die Viecher laufen wirklich immer am Kartenrand rum, ne? Die Wivern auch, wusste ich gar nicht. Die Gurne sind klar. Liegt schon wieder eine Leiche rum. Kann die keiner mal wegwischen hier? Das ist derselbe Typ von eben. Der verfolgt uns. Man denkt, er ist tot. Was fressen die Viecher eigentlich? Ganz ehrlich, die fressen Gras, ne? Die jagen ja auch keine anderen Tiere hier. Okay, der ist schon ein bisschen... Ach, jetzt hat der Sturzschaden bekommen und greift uns an, oder was? Boah, wirklich. Tschüss. Kann ich ja nichts für. Als die Leiche hier schon. Wieso ist hier Vulkangold am Arsch der Welt? Ist auch falsch. Ist auch definitiv falsch platziert worden. So. Ich will irgendwas Sturzschaden bekommen. Da hinten ist einfach irgendein schwarzer Rauch da hinten. Pack die Teile weg. Lol. Muss ich gar nicht verstecken. Oh, sorry, wollte ich gar nicht. Das hier wollte ich. Na toll. Hast du was für uns? Natürlich nicht. Weißt du was, du Kackvieh, wenn du uns schon... Auf nimmer Wiedersehen! Wenn das Gammelvieh uns schon die ganze Zeit hinterherjagen will, soll es doch unbedingt. So, jetzt haben wir noch zwei Heiltränke. Na egal, los, lass uns mal aufs Maul kriegen, ab zum Riss. Wer hat noch nicht? Ich will noch mal. Folgen uns die Scheißviecher oder was? Das ist ja, das ist auch wieder so ein Doppelkopfvieh. Noch wieder zwei in einem. Ihr habt keine Ahnung, was hier los ist. Oh, ich bin tot. Es hat nämlich immer dieses Rumgezappel, was die Wivern gerade gemacht haben, dass die, glaube, Angst hat. Furcht. Ah, guck mal. Ach, die Venatori haben auch ein paar Probleme mit der Wimmer. Habe ich das Lager nicht gerade gesäubert? Na Jungs, paar Probleme.
So. Eine Wirrwarr-Schuppen sogar. Kreaturforschungsdaten, ne? Ist immer schön. WTF. Das ist dieser zwergische Spielzeugverkäufer gewesen gerade. Wackeldackel einarmigen Windhosenkamerad. Durch eine Fehlerlieferung durch einen wackelarmigen Windhosengaben haben meine. Kann ich auch. Weißt du was? Ich kann dich da auch treffen. Da sieht man's. Wir machen die ganze Zeit irgendwie nur so 30, 20 Schaden. Und sobald der Block weg ist, machen wir wie 2 bis 3000 Schaden. Okay, das ist richtig eklig gerade hier. Nein. Ah, der Rest ist auch tot. Cool. Cool. Ja, nee, das wird nix. Nee, wenn ich... Nee, die spammen nonstop mit den Angriffen rum. Und sobald ich stehen bleibe, kriegen mich die Schrecken. Wie weit kann ich denn rausgehen, bevor die Dämonen wieder weg... Okay, der Dicke hat sowieso schon mal keinen Bock mehr. Oh, hier ist eine Mauer. Wie gut ist das denn? Ach, Kacke, wollte ich gar nicht. Okay, was machen wir? Der ist fast tot. Das juckt ihn nicht so ganz. Ich könnte eigentlich den Dicken hier hinlocken. Und dann können die mich sowieso am Arsch lecken. Die Dämonen der Verzweiflung. Aber den Dicken kaputt machen nur mit Cassandra, das dauert ja 2 Jahre. Ich liege hier noch. Wenn Cassandra genug aushält... Könnte ich vielleicht die... Greift er wieder mich an, Mann!
cooler Move, Alter. Komm mal hierher. Nee, jetzt haben wir schon mal gar nichts. Ah, scheiße. Achso, ich krieg ja Schaden durch irgendwas. Alter, ich hab gleich keinen Bock mehr, Alter. Ich krieg wieder Schaden durch nix. Ich sterb einfach so durch gar nichts. Keine Ahnung. Greif ich mal an. Gib mir mal ein Schild. Das war, glaube ich, bis jetzt, das war eindeutig der längste Dämonenkampf aller Zeiten bis jetzt. Dass sich Liliana um die Rekrutierung neuer Leute kümmert. Man kann schließlich nicht jeden zwingen, bei der Inquisition anzuheuern. Kommandant Cullen habe ich rekrutiert. Was für ein Glück ist's. Er beschwert sich nicht über meine Manieren. Seine letzte Kommandantin war eine Irre, die sich in eine Statue verwandelt hat. Er hat also keine allzu hohen Ansprüche. Wegen, ja. Eigentlich interessant zu wissen, dass Kommandantin Meredith tatsächlich das Kallen ihr unterstellt war. Wie eine Vivan. Nee, von ihr habe ich die Schnauze voll. Eigentlich müsste ich halt schon längst wieder Heiltränke holen, aber. Ist egal. Ich meine, wir sehen auch super gesund aus. Okay, da haben wir jetzt auch alles hell gemacht. Dann müsste ich jetzt eigentlich dahin, um dort nochmal alles hell zu machen. Ja, geil. Hellmach-Mission, es macht so viel Spaß. Vor allem in der letzten Aufnahmesession bin ich am Ende wirklich schon richtig ruhig geworden, weil ich einfach so richtig am Einschlafen war, wegen dem ganzen Hellmach. Und jetzt laufen wir wieder die ganze Zeit geradeaus irgendwo hin. Und offensichtlich bin ich jetzt sogar schon so am Arsch, dass ich inzwischen sogar schon Halluzinationen habe. Jetzt sehe ich sogar schon fliegende Gurne im Himmel fliegen. Achso. Das war wirklich eine Halluzination. Ich bilde mir das alles nur ein gerade. Ich dachte gerade, was ist denn das hier für ein Schatten gewesen? Dann fliegt hier einfach so ein Gurn durch die Luft. Oh, da hinten ist ja noch ein... Oh. Uns fehlen ja noch ein paar Scherben. Was haben wir denn da? Unentdeckt und nochmal unentdeckt. Zwei Sachen sogar. Zwei Fragezeichen? Warum? Achso, okay. Ja, ich weiß, wir sind super gesund. Ach, eine Sehenswürdigkeit gibt's hier noch. Ist das die letzte? Nee, glaub nicht. Nee, da fehlen noch zwei. Einsames Licht. Ja, das einsame Licht gehört jetzt mir. Wir haben null Heiltränke. Tag auch. Was haben wir hier noch so Schönes? Da haben wir noch eine und da haben wir eine. Woher ich das nur weiß. Notizen über die Ödnis. Die liegen einfach hier mitten in der Wüste irgendwo rum. Ohne irgendwelche Hinweise darauf, glaube ich. Meine Tori halt nicht so viel aus. Die dürften wir eigentlich noch relativ schnell irgendwie kriegen. Nein,
Ach so, lol, ich dachte, Cassandra wäre jetzt gerade ein Gegner. Kommt einfach so auf mich zu. Getränk dafür ein Simsanit. Ich muss speichern. Eigentlich. Eigentlich müsste ich speichern. Todeswurzel. Wir werden niemals die... Alter, schon wieder? Und jedes Mal, wenn wir jetzt gegen die Venatoria kämpfen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass halt der PC gleich wieder crashen wird. Kann ich mich mal unsichtbar machen? Aber ich habe keine Ausdauer. Die laufen einfach so im Kreis. Die Tiere da. Ich brenne, wo muss ich hin? Oh toll, die haben einen Fennec getötet. Ja geil. Ihr scheiß Mörder. Wie war das? Was hat Varric noch damals gesagt? Oh geil, ein Riss. Nee, hä? Nee, was? Hä, ich hab hier keinen Riss auf dem Radar. Hä? Ach so, die Risse sind nicht auf dem Radar, weil ich das Lager noch nicht eingenommen habe. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein super Secret, Top Secret Riss oder sowas. Aber da möchte ich doch dann auch erstmal ganz gerne die Quest dazu haben. In Klammern Lager einnehmen, bitte. Boah, jetzt kommt aber alles auf einmal. Es ist nicht mehr viel. Komm schon. Eigentlich habe ich mir die Parts wirklich ruhiger vorgestellt. Ich glaube, ich muss das mit den Thumbnail-Bildern noch nicht machen. Ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, dass ich jetzt wirklich sowas von todlangweilig das Let's Playen werde und einfach gar nichts mehr sagen werde. Oh, guck mal, eine Leiche. So. Okay, noch einmal Gemetzel und dann kann ich ein Lager haben, ja? Ja, du kriegst Sturzschaden, Fennec. Genau, da werden wir sofort die Waffen gezuckt, weil das super gefährlich ist, sobald das Scheißtier wieder irgendwelche Sturzschaden bekommt. Hier, fang auf. Hast du kein Interesse mitzumachen? Hier, ich werf dir was hin. Kriegst du den Krieger? Erst geht er auf Cassandra und dann ganz plötzlich 180 Grad dreht er sich, um mich zu nehmen, oder was? Das sind alles nur Feuermagier hier, ne? Oh, nun stirb endlich. Varric, der muss erstmal wieder irgendwelche Tiere töten. Boah, Alter, was ist denn hier alles? Was habe ich denn hier alles auf dem Lager? Lager aufschlagen, ja. So, Leute. Auf Nummer sicher zu gehen, werde ich ganz kurz einen Cut einlegen und das Spiel speichern und das Let's Play Flaps kurz mal, ne, ausmachen, damit das Video abgeschlossen ist. Bis gleich. So, und weiter geht's, bitte. Ganz kurz mal gesaved.
Weil ich jetzt erstmal überhaupt nicht mehr sicher bin, ob das Spiel jetzt nicht häufiger abstürzen wird. Irgendwie dadurch, dass jetzt irgendwie ein Windows-Update gekommen ist. Vielleicht hat es jetzt auf einmal irgendwelche Probleme mit dem Spiel verursacht. Keine Ahnung. Eine vor Sand bedeckte Notiz. Knochenfeld, finde die verschwundene Patrouille. Sand- und Verfall-Quest abgeschlossen. Ach so! Das war, glaube ich, die Hauptquest, ne? Ich glaube, da stand drin, warum die Venatori jetzt hier eigentlich gegraben haben, oder? Ja, kennen wir auch schon. Jutti, wir haben hier wieder ein schönes Rätsel. Denn aus Stolz entstanden, nein. Die entgegen ihres Vaters, nein. Und im Verlust der Bottom mal diese Hallen, nein. Dies ist die Geschichte von Pharaoh Paragon und Paragons Vater zweier Söhne. Eins. Denn aus Stolz entstanden, nein. Die entgegen ihres Vaters Wunsch ist wegen dumm dreister Worte und ebenso dumm Stolz in den Krieg, in den Kampf zogen. Und im Verlust erbaute man diese Halle. Drei. Und vier. Das Haus jetzt in diese Ruinen einem Paragon gewidmet, das erklärt einiges. Was meint ihr damit? Das ist schwer zu erklären. Auf dem Papier sind Paragons nicht sonderlich beeindruckend. Ah, ihr habt eine neue Tischsäge erfunden und... Aber wenn sie dann kommen, gleichen sie einer Lawine. Zwerge warten ganze Generationen lang auf... Wisst ihr was? Suchen wir dieses letzte Grab. Ich denke hier entschieden zu viel über Zwergenkram nach. Aus dem Grund haben wir dich mitgenommen. Ich gehe gerade wieder raus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich sollte da reingehen, oder? Ah, oh Mann, das liegt nur am Krug rum. Zwergischer Spielzeugsoldat. Was haben wir denn hier so Schönes? Mosaikteil mit Opfer. 5 Stück fehlen noch. Keine Ahnung, wo man die Kerl kriegt. Alle. Gold, blassendes Blatt, zerrissenes Blatt, Bier. Bianca-Bogen 3 verbessert. Meisterhafter Dorn, Langbogen, Stufe 3. Wobei, vielleicht wir uns da noch einen anderen holen werden, weiß ich noch nicht. Und ein geringes Angriff, 10% Angriff dazu, das ist richtig gut. Das wäre was für Sarah vielleicht. Ich mach Sarah so richtig fett zum Damage-Dealer. Zum Drogendealer. Was? Jetzt haben wir wieder ein paar neue Quests auf dem Radar, ne? Scherben, Scherben. Achso, Scherben. Dann gehen wir mal zu der Scherbe. Und wieder die ganze Zeit müssen wir wieder irgendwelche Umwege machen. Und wieder die ganze Zeit geradeaus durch irgendeine scheiß Wüste stapfen. Ich kann nicht mehr. Der einzige Grund, warum ich jetzt überhaupt so früh aufnehme und das hinter mich bringen will, ist einfach nur der Gedanke daran, dass es nicht mehr lange dauert und wir kurz davor stehen, die Stufe 3 Rüstung zu machen. Lesen! Todeswurzel Scherbe nehmen. Wie vielte ist das? Die dritte. Und zwei haben wir noch auf dem Radar, ne? Bei dem Drachen könnte vielleicht noch ein Okular sein. Und ich hoffe mal, dass der dann 3 freischaltet. Ansonsten haben wir irgendwo ein Okular vergessen. Aber wir waren auch nicht überall. Wir waren auch noch nicht überall, glaube ich. Vandalaria! Und wie gesagt auch schon hier bei der goldenen Oase, ich glaube da ungefähr, ist im großen Kreis ungefähr wächst dort 8 bis 9. 9-mal am Ritterkraut. Da kriegt man, glaube ich, relativ viele davon. Da muss man dann immer die ganze Zeit hin und her pendeln. Tag auch. Irgendwas Rotes auf dem Radar. Ach ja, ein scheiß Widder, der immer wieder Sturzschaden bekommen hat. Okay, Grab, Knochenfeld... Knochenfeld, ist das nicht da, wo die ganzen Giftspinnen rumeiern? War da nicht was? War da nicht was? War da nicht was?
Ach, der Riss, wo wir, glaube ich, dran vorbeigelatschen sind, ne? Wegen Heiltrankenmangel und so. Jetzt haben wir aber wieder 12 Stück. Ach, diese Heilträger sind so gammelig, ne? Wenn man mal davon absieht, dass wir jetzt erst Stufe 2 Rüstung haben und wir eigentlich noch eine Menge Lebenspunkte dazu kriegen. Bitte nicht das Spiel verlangsamen. Okay. Jetzt tut mir einen Gefallen, mach den Dicken hier kurz mal kaputt. Willst du mich verarschen, Junge? Aha. Jetzt habe ich natürlich keine Heiltränke, keine Ausdauer mehr. Ich kratze hier kurz mal den Rücken. Hallo. Wow. Ups. Sandra's tot? Was heißt tot? Außer Gefecht gesetzt. Verpiss dich doch. Ja, ich wollte gerade ausweichen. Er macht sich wieder sein Fickschild, Mann. Ich will eigentlich mein Dings machen. Rum. Ja, ich kann mich nicht wieder beleben, weil ich genau da irgendwo... Ach, hier. Ist das die erste Welle? Nee, es war die zweite Welle. Okay, jetzt haben wir keine Heiltränke mehr. Sehr schön. Varric, es tut mir leid. Wegen vorhin. Die Sache mit dem Tisch. Bitte? Könnt ihr das nochmal sagen, Sucherin? Es tut mir leid. Oh, das schreibe ich in meinen Kalender. Cassandra tat etwas leid. So leid nun auch wieder nicht. Das mit dem Tisch? Das ist ja schon ewig her. Wo Cassandra den Ausraster gehabt hat, weil Varric nicht mit der Sprache rausgekommen ist, dass er genau weiß, wo Hawk sich befindet. Das ist ja voll lange her. Oh, erstmal strecken, ey. Oh. Yes, eine Verbindung zum Online-Server ist abgebrochen. Und zuckt mich nicht. Ui, kaum zu glauben. Das ist mir auch noch nicht passiert bis jetzt. Ich gucke aber gerade mein Internet, mein Router, der funktioniert noch. Scheint ein Problem vom EA Games gerade zu haben. Dass die Server hier von Dragon Age offline sind, das ist noch nie passiert bis jetzt. Das ist mir aber zum ersten Mal passiert. Ich meine, Marco kann ein Liedchen davon trällern. Immer bei ihm ist ständig die Verbindung abgebrochen, aber jetzt auch für die PS4. Auf PC war es jetzt noch nie passiert. Wieso gehe ich eigentlich hier hin? Achso, dieses Knochen verfallen, ne? Was soll ich denn jetzt hier suchen?
Was soll ich denn hier machen? Finde die verschwundene Patrouille. Da ist eine Riesenspinne. Gibt's da gerade ein Festmahl? Und ich bin nicht eingeladen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr Kackspinnen, man lädt mich gefälligst ein zu einem... Irgendwie will das nichts mehr, ne? Cool, ich töte die Spinne, die nächste spawnt. Geil. Cool, ich töte die Spinne, die nächste spawnt. Geil. Deswegen schlage ich mich jetzt hier mit 20 Spinnen rum. Um so eine scheiß gewöhnliche Kapuze aufzudecken. Eieiei. Ei, ei.